Let's Man und auch ihr anderen. Die ultimative Waffe hat, wie ich selbst, die Zeit ihrer Blüte überschritten, ohne dass gewinnbringend davon gebracht wurde. Aber zum Schluss werde ich euch die Kraft zeigen, die der ultimative Waffe noch verblieben ist. Let's Man, Senna, nichts wie weg hier. Oh, Kacke. Jetzt wird sie eingesetzt, die Waffe. Ich mach mal. Ich fliege. Oh, Scheiße. Ducken! Was? Puh, zum Glück seid ihr alle wohl auf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tirano, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, uns ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an Steinen auf der Route 10 gefunden waren. Das Kämpfen hat uns allerdings Sina und Diexo überlassen. Sina und Diexo? Wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden. Mach dir keine Vorwürfe, Tirano. Wir alle haben unser Bestes gegeben, um Team Flairs Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist nämlich gelungen, die Maschine im Flair-Labor zu zerstören, aber mit der diese Schufte die Frequenz unseres Holologs gekapert haben. Na dann ist die Sache ja mit Team Flair ja mal vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann mich endlich wieder vollständig meiner Pokédex widmen. Puh, also der Spuk ist endlich vorüber, ja? Endlich kann unser Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt erstmal zurück nach Fluxia City und setze von dort aus meine Reise fort. Danke, Zwergenfürst. Freunde wie du sind wirklich Gold wert. Ich habe großen Respekt vor deinem Können. Und genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Vielen Dank. Das kann ich gebrauchen. Dazu bin ich fest entschlossen. Die ultimative Waffe. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Erbauer hatte einen treuen Gefährten, ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seiner eigenen Wege. Das brach dem Mann, der alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennten nun ein stärker Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal war fortan das Einzige, was ihn noch mit seinen Pokémon verband. Wo mag er jetzt wohin sein?
Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Tja, eine traurige Geschichte hat dieser Mann zu berichten. Ja, was dieser Mann alles für Geheimnisse hat und ja, wer dieser Mann überhaupt ist und wie seine Geschichte ist, das erfahren wir wohl viel später erst. Vermutlich nicht im nächsten Part, aber ja, vermutlich irgendwann später. So, aber heute werden wir noch ein bisschen hier mal weiterkommen und ja, ein bisschen geschichtlich weitergehen. Ja, Team Flair ist besiegt und dieses große Kraterloch hier ist entstanden, aber ja, das wird uns nicht davon abhalten, weiter Richtung Pokémon Liga zu wandern. Oder auch zu laufen. Ja. Die nächsten Parts werden hier wieder ein bisschen ruhiger. Also, ja. Wollte mal sagen, auf geht's. Eine traurige Geschichte ist halbwegs überwunden. Weiter geht's hier. Auf der Route 11. Mirrorweg. Richtung nächste Stadt. Gut. Hier schlängeln wir uns wieder hier gekonnt drumherum. Mal gucken. Ja, die Pokémon habe ich wieder aufgeladen. Okay, dann kannst du mal gepflegt weitergehen hier. Gut, und da sind wieder die üblichen Verdächtigen. Oder auch die üblichen Trainer hier am Straßenrand. Weltel! Gegen ein Nidorino. Wer wird wohl gewinnen? Tja, wir werden es nie erfahren. Und weiter geht's. Und was ist das, was steht auf diesem Schild? Werden wir es herausfinden? So, Spiegelhöhle. Was? Gab's nicht schon mal eine Spiegelhöhle? Moment mal, die Spiegelhöhle kann man nicht. Hä, hey, Moment. Halt, warte. Muss mal auf die Karte gucken. Liegen. Ach ja, stimmt ja. Wir waren ja da irgendwo hier drüben. An Fluxia sind ja, bei Fluxia sind ja mal aufgehört. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das wäre jetzt lustig geworden, wenn wir jetzt wieder durch die Spiegelhöhle gegangen wären. Zum Glück wusste ich das noch. Zum Glück hat mir die Spiegelhöhle was gesagt. Das. Ja. Da hinten ist der. Letzte Ohren, der siebte Ohren, den wir geschafft haben. Holo-Nachricht erhalten. Okay. Oh. Professor Platon. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn während der ganzen Zeit hier? Während ich die Welt gerettet habe. Ich hoffe, es geht gut. Können wir uns in Mosaia treffen? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja. Du weißt zwar nicht, wo Mosaia liegt, aber kannst ja mal nachgucken. Wir sind jetzt hier gerade in Fluxia City. Hier ist eine Omega-Höhle und hier ist Mosaia. Okay, das liegt auf dem Weg. Ich glaube, da muss sowieso hin. Also, ja, kommen wir mal bei Professor Platan vorbei. Ich guck noch schnell mal hier in den Laden, ob ich was Tolles finde. Nö, das sieht nicht so toll aus. GLP-Jacke. Nö. Nichts da, was ich gerne kaufen würde. Gut. Kann ich dir mal zeigen? Hier? Nein. Hier war die Arena, die wir vor einigen Parts besiegt haben. Und ja, die mit dem kleinen Raum. Wenn ihr wisst, was ich meine. Joa. Und jetzt geht's mal direkt in die nächste Straße. Da war noch, Moment mal. Tachchen. Habe ich ganz übersehen. Was geht?
Die Route hier war längere Zeit gesperrt, weil einige Vermicula Tunnel gegraben haben. War viel Arbeit, da, das wir in Ordnung zu bringen haben. Vermicula graben eben für ihr Leben gerne Tunnel. Was wir machen? Tu und lasse, was du für richtig hältst, aber nimm dabei immer Rücksicht auf andere. Ein Sinn mit Verantwortung nennt man das. Okay, ja. Viel konnten mir die wohl nicht sagen. Valle e Torite Weg. Ah, okay, ja. Aber ist auch Französisch? Hatte ich leider in der Schule nicht. Wow, was geht? Kommt hier einfach mal aus dem Busch hier raus, ja. Sprung. Ein Vermicula. Ach, von denen war die Rede. Nein, das werde ich jetzt nicht fangen. Sieht auch hässlich aus. Kann ich fliehen? Na klar, mit die Welt. Das ist doch. Sollte vielleicht mal mein Team ein bisschen sortieren. So, jetzt wurde das Team einigermaßen sortiert und jetzt ist die Welte auch in Begleitung seinesgleichen, also bei Lucario untergebracht. Ein Pokémon könnte sich vielleicht das leicht zerschneiden. Ich hab Zerschneider nicht. Was zum Geier? Oh, eine Hütte hier direkt in der Wildnis. Schauen wir mal rein. Nicht abhauen. Mein Bruder verfügt über die wundersame Kraft der Vor- und Nachteile von Typen umzukehren. Normalerweise sind Feuerattacken gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Aber wenn mein Bruder seine Kraft einsetzt, wartet eine große Überraschung auf den Trainer. Feuerattacken sind da nämlich nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Los, nutze so oft es geht sehr effektive Attacken und räume damit so richtig ab. Es lohnt sich. Okay, und wie zum Geier soll das gehen? Fällst du mir das auch? Oh, es passiert nur ganz selten, dass sich mal jemand hierher verirrt. Du siehst aus wie ein starker Trainer. Möchtest du vielleicht mal eine ungewöhnliche Form des Pokémon-Kampfes ausprobieren? Nenne sie Umkehrkampf. Mit meiner ungewöhnlichen Kraft kann ich die Wechselwirkung zwischen den Pokémon-Typen für kurze Zeit umkehren. Das heißt, sehr effektive Attacken werden zu nicht sehr effektiven Attacken. Und aus nicht sehr effektiven Attacken werden dann sehr effektive Attacken. Was sagst du? Klingt das doch spannend, oder? Das Prinzip erscheint vielleicht nicht so schwierig, aber wenn man es dann ausprobiert, ist es doch komplizierter, als man denkt. Wie sieht's aus? Möchtest du dich mal Umkehrkampf versuchen? Ja, sicherlich gerne, aber momentan möchte ich gerne mal weitergehen. Der Umkehrkampf ist bestimmt eine schöne Sache, aber das würde ich lieber verschieben, also auch später. So, hier mal durchschlängeln. Kann man da rein? Omega-Höhle. Okay, von der habe ich schon was gehört. Höhlen sind nicht so mein Ding. Ja, ich bin der Zwergenfürst, Höhlen müsste eigentlich mein Ding sein, aber irgendwie, wenn ich es vermeiden kann, eigentlich nicht. Nein, kein Himmelskampf. Wenn ich es vermeiden kann, gehe ich dann lieber doch nicht durch Höhlen. Top-Ether wurde in der Medizintasche verstaut. Okay, und weiter geht's. Naja, sieht wohl so aus, als müsste ich doch durch die Omega-Höhle. Oh. TM31 Durchbruch wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Okay.
Ja. Ja, ich bin... Ja, meine Moderationskünste, ja. Die sind ein bisschen eingestaubt, aber gut. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Darunter? Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Geht's hier lang? Hier lang? Oh, das sieht doch gut aus. Hier ist eine Brücke. Joa. Gleich mal ein Kampf. Ich mag das. Ich mag Kämpfe. Das. So, weiter geht's. Würde ich mal sagen. Das sieht doch sehr nach. Nein. Wo lang? Ich kenne den Weg nicht. Kann mir jemand den Weg sagen? Joa, na gut, hab ich gesagt. ja, irgendwie fliehen hier. Hilfe! Ich komme nicht mehr raus. Oh nein, ein Brückenwanderer.